Ja, alles beige. Deine Lieblingsfarbe? Ja. Gestresst wird es, glaube ich, voll gut zusammenpassen. Also Stress pur. Wollen wir einen Kaffee trinken? Ja, gerne. Es gibt bei mir nur Gold. Mein Ziel war niemals so zu influenzen. Das wollte ich nie. Ey, das kann man nicht bringen. Und dann hat es sich für mich auch irgendwie nicht mehr gelohnt, weiterzuleben. So, weil das, was du hattest, dann weg war. Da merke ich schon, wie groß Gott ist. Manchmal auch vielleicht humorvoll. Wo besteht die Gefahr? Voll eine coole Frage irgendwie. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Heute bei Träume leben besuche ich die Designerin Jasmin. Sie ist die Gründerin von Liebe zu Bibel. Sie versteht sich als Brückenbauerin und erreicht damit viele junge Leute aus ganz unterschiedlichen Konfessionen. Auf ihrem Instagram-Kanal erreicht sie über 34.000 Follower. Ich treffe sie zu Hause und bin schon gespannt, was ihre Kernbotschaft ist und wie sie mit den Gefahren der sozialen Medien umgeht. Hi. Hallo Jasmin, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Komm rein. Gerne. Schön ist es hier bei dir. Alles beige, oder? Ja. Ist es deine Lieblingsfarbe? Ja, auf jeden Fall. So ein helles Braun, ja doch. Wie wichtig ist es dir, so ein schönes, gemütliches Zuhause zu haben? Es ist mir schon wichtig. Gerade so als Designerin achtest du ja drauf, welche Farben du benutzt. Und ja, irgendwie ist mir schon, also Interior ist mir schon wichtig. Wie ist dein Leben momentan? Gestresst wird es, glaube ich, voll gut zusammenfassen. Also Stress pur. Ja, also es ist schon stressig gerade. Aber ich glaube, das ist gerade nur eine Phase und dann wird es irgendwann wieder ruhiger. Ja, dieses Jahr war es ein bisschen hui, aber es gibt ja auch viel Neues, ne? Ja. Du bist viel unterwegs, ne? Ja. Kann ich einen Kaffee anbieten? Sehr gerne. Kaffee geht immer, ne? Ja, auf jeden Fall. So, der sieht aber lecker aus und passend in Farbe, ne? Ja. Muss sein, ne? Muss sein. Es wird bei mir auch keine silbernen Löffel geben, wirst du merken. Es gibt bei mir nur Gold. Nur Gold, ja. Und beige nur und weiß. Goldenes Besteck, ja. Ich hab da echt so meinen Tick auch. Jasmin, du hast ja gesagt, du bist viel unterwegs, ne? Mhm. Und wie beginnst du eigentlich deinen Tag? Ja, ist schwierig. Mal so, mal so. Also eigentlich gehe ich direkt mich fertig machen und versuche dann schon eigentlich Bibel zu lesen. Also ich fange eigentlich immer an mit Lobpreis. Ich höre immer ein gewisses Lied jeden Morgen. Das heißt Yet Not I, but through Christ in me. Ich merke auch, wenn ich das paar Tage lang nicht mache, dann... Mein Job besteht ja eigentlich darin, die Bibel zu lesen, weil ich ja viele Bibelkommentare auch schreibe. Die Zeit einfach nur mit Gott so zu genießen und ihn zu loben, schon mega. Brauchst du für dein Wesen auch? Ja, auf jeden Fall. Brauche ich, ja. Du hast ja Liebe zur Bibel gestartet. Mhm. Was steckt dahinter? Da steckt eigentlich erstmal nur ein Online-Shop hinter, ist ein größerer Online-Shop mittlerweile auch, wo du Produkte findest, die das Bibellesen vereinfachen sollen. Das war die Anfangsidee dahinter. Ja, und ist dann immer größer geworden und ja. Und wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Mhm. Ja, die Idee entstand so, dass ich selber oder dass Gott mir Zeit gegeben hat, die Bibel zu studieren. Ich hatte ein Jahr lang Zeit. Und habe dann angefangen, die Bibel zu lesen, aber wusste nicht so wirklich, hey, wo fange ich jetzt an, wie komme ich weiter, ich verstehe das vielleicht gar nicht, was ich richtig lese. Und ich brauchte irgendwie Hilfsmittel, die mir helfen, die Bibel zu verstehen. Mhm. Und dachte ich so, okay, das, was ich im Internet finde, das finde ich nicht schön und ich habe immer so ein Auge für Schönes. Und dachte mir so, okay, setze mich in meinen Garten, habe ein Blatt Pappe genommen, einen Stift genommen, habe mir das Lettern beigebracht und dann selber ein Bibelregister gebastelt. Und so fing das Ganze dann an mit Liebe zur Bibel, mit dem Bibelregister. Genau, das war das erste Produkt im Shop. Wie ist es überhaupt angekommen bei den Leuten? Es war so krass, ich hatte das gepostet und dann kamen gleich so viele Leute, die gesagt haben, ich will das kaufen, ich will das kaufen. Und ich war voll überfordert, weil ich gar nicht wusste, wie verkaufe ich das denn jetzt? Genau, und dann habe ich Step by Step habe ich ein Gewerbe angemeldet. Ich habe es erstmal vorher sonst bei Instagram verkauft, über die Nachrichten. Aber dann wurde es so viel, dass man mir sagte, Jasmin, das musst du anmelden, das kannst du so nicht machen. Und dann habe ich das angemeldet und dann habe ich eine Webseite erstellt. Und ja, dann ging das so Step by Step weiter. Und ja. Und wie viele Follower hast du inzwischen? Follower? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 34.000. Das ist schon richtig viel. Hast du damit gerechnet? Nee. Niemals. Nee, damit hätte ich nie gerechnet. Das war ja auch nie mein Ziel. Also mein Ziel war niemals so zu influenzen. Das wollte ich nie.
Ich wollte den Leuten das mitgeben, was man beim Bibellesen lernt. So. Und daraus ist halt voll was Großes geworden. Wie lange ist das schon her? 3 Jahre, glaube ich. 3,5 Jahre, ja. Du verkaufst ja nicht nur Produkte, sondern du teilst eigentlich auch dein Leben, ne? Mhm, ja. Was erzählst du den Leuten? Ja, ist unterschiedlich. Meistens greife ich irgendwelche kontroversen oder provokanten Themen auf. Zum Beispiel haben wir jetzt bald Halloween, aka Reformationstag. Also dann gehe ich schon drauf ein oder zum Thema Abtreibung und ja, so kontrovers diskutierte Themen. Darauf gehe ich gerne ein. Wo ist bei dir so die Grenze? Wie merkst du das? Okay, das ist jetzt, das geht jetzt zu weit, das ist mein Privatleben oder das möchte ich noch teilen? Also ich merke das, wenn es zu viel Alltag wird, zu viel, was mich betrifft, sondern eher das, was Gott betrifft. Aber die Bibel soll noch der Fokus bleiben. Und merkst du, dass die Follower eigentlich so dieses Persönliche mehr haben wollen oder das andere, das Geistliche? Also schon, aber ich würde sagen, das ist fast schon gespalten. Also es gibt immer eine Gruppe, die sagt, okay, wir möchten gerne persönlichere Inhalte sehen, noch persönlichere, mehr Brüche auch vielleicht in deinem Leben. Ich habe gemerkt, so das lieben die, wenn ich erzähle, dass ich versagt habe in einer Sache. Das klingt so blöd, aber dann denken die, wow, du hast auch Fehler, weil die gehen immer von so einem Perfektionismus aus, der gar nicht da ist. Und dann freuen die sich schon zu sehen, so ey, da gibt es jemanden, der struggelt auch mit einigen Themen. Dein Kanal heißt ja eigentlich Liebe zur Bibel. Ja. Was ist das so deine Kernbotschaft? Was möchtest du nach außen tragen? Im Endeffekt ist es eigentlich nur so, hey, öffne deine Bibel und lies die Bibel selbst. So, lass dir nicht sagen, was ich sage, sondern ich will dich eigentlich nur motivieren, die Bibel zu lesen. So. Und hast du deine erste Bibel da, die dich von Anfang an begleitet? Ja, habe ich hier. Wollen wir uns die am Tisch ein bisschen angucken? Ja, können wir gerne machen. Und gibt es einen Bibelvers, der dich begleitet von Anfang an? Ja, also ich würde schon sagen, dass es so 1-2 Verse gibt, die immer irgendwie präsent waren in meinem Leben. Das ist Exodus 14,14. Da steht, seid still und lasst den Herrn für euch kämpfen. Und wie schaffst du das? Ich meine, du bist ja super aktiv, gestaltest auch sehr viel. Wie schaffst du es tatsächlich, doch zur Ruhe zu kommen und Gott machen zu lassen? Sag mal. Ja, was mit der Ruhe ist so ein Ding. Ist schon schwierig da. Eine Ruhe einfach zu finden. So. Aber ich glaube, auch so wirkliche Ruhe finde ich nur, wenn ich ganz alleine bin. Hier ist auch die Frage, was sagt die Stelle über Gott aus und seinen Charakter? Wie würdest du Gottes Charakter beschreiben? In mir erlebe ich ihn, glaube ich, am meisten groß. Also ich weiß, es klingt voll komisch gerade, aber so seine Größe wird mir immer offenbar in meinem Alltag oder mit dem, was er mit mir macht oder meine Dienste, wohin er mich führt. Da merke ich schon, wie groß Gott ist. Und manchmal auch vielleicht humorvoll. Ja, wo er so mich hingestellt hat. So. Also gerade so mich, die aus dem Nichts kommt, die eigentlich auch nichts zu bringen hat. Wie kommst du darauf, dass du aus dem Nichts kommst? Also ich habe ja schon eine, ja, wie soll ich sagen, eine ungläubige Vergangenheit. Ich war ja nicht von Anfang an Christ. Das, ist ja erst vor 4 Jahren passiert. Und ich habe mein Leben ja auch voll in der Welt gelebt. Also ich kannte Jesus gar nicht. Mit Jesus wollte ich auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich war eher sehr antichristlich, weil meine Mutter sich ja bekehrt hatte zum Christentum. Und das war für uns irgendwie sehr schlimm, weil wir damit gar nichts zu tun haben wollten. So, und von daher, ich hatte echt, also auch von meiner Art her, war ich ein sehr depressiver, trauriger Mensch. Also wirklich auch keine Lebensfreude. Wie hast du ihn ganz persönlich erlebt? Du sagst ja, du warst ein depressiver, trauriger Mensch. In welcher Phase ist er dir begegnet? Ich hatte eine Beziehung geführt und die ging dann zu Bruch. Und das Problem war nicht die Beziehung an sich, sondern eher, dass ich sowieso immer versucht habe, meinen Wert abhängig zu machen von einer anderen Person. Und mein ganzes Glück, meine ganze Zufriedenheit, mein ganzes Sein in so eine Person gesteckt hatte. Und als das dann weggebrochen war, war wie für mich auch so viel Halt weggerissen in meinem Leben. Und dann hat es sich für mich auch irgendwie nicht mehr gelohnt, weiterzuleben, so, weil das, was du hattest, dann weg war. Und ich glaube, das war so der Punkt, also Trennung, gerade so, wo dann, da war Ende. Da hast du aber wirklich so Gott ganz persönlich und intensiv erlebt. Ja, genau. Das war so der Abend, wo Gott mir gezeigt hat, dass er lebt. So war das wirklich wie am nächsten Tag, dieses Depressive, dieses Abhängige, also dieses Abhängigmachen von anderen Menschen war wirklich am nächsten Tag weg. Also wirklich, es war nicht mehr da. Es war wie, ich stehe auf und es ist irgendwas anders. Und ich wusste so, warte, stopp, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühlt sich das an, als würde ich getragen werden von irgendeiner Wolke oder so. Also so übernatürlich hat sich das angefühlt. Und dieser Schleier der Traurigkeit oder so, dieser Gebundenheit, der war nicht mehr da.
So, und das muss er sein, das kann gerade gar nicht anders sein. So, ne? Und seitdem ist das wirklich, habe ich das nicht mehr. Also Freude und Leichtigkeit und Humor, das ist dir wichtig. Ja, ja, wirklich. Und das alles nicht zu ernst zu nehmen und wirklich einfach mal lachen zu können. So, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein bisschen Hunger. Sehr gut, ich habe auch Hunger. Was bietet sich da am besten an? Salat, oder? Ich koche eigentlich nie. Nur wenn was ganz Besonderes ansteht. Ja. Aber du lebst dann gesund, ja? Geht so. Also ich bestelle schon gerne Pizza, muss ich sagen. Sieht man auch. Es muss schmecken. Es muss halt schmecken, genau. Wenn das reinkommt, bringe ich dich um. Und möchtest du mal Familie gründen? Ja, Familie schon. Aber ich würde mir auch nachher wünschen, dass ich, wenn ich eine Familie habe, ich auch arbeiten darf. Also, dass ich nicht die Frau bin, die die ganze Zeit zu Hause sitzt bei den Kindern und den Haushalt schmeißt, weil ich halt sehe, Gott hat eine Berufung auf mein Leben raufgeklickt, noch. Wer weiß, vielleicht ändert er sie, wenn ich in der Familie bin oder so. Oder wenn ich Familie habe. Aber schön wäre es halt, gemeinsam an Gottes Reich zu arbeiten und gemeinsam Gottes Reich zu bauen, mit Kindern, ohne Kinder. So, aber das wäre so, ja, mir voll wichtig, auch in der Partnerschaft irgendwie. Was für ein Bett, ey, das ist ja richtig. Nein, das nimmst du nicht, das nehmen wir nicht. Richtig bequem. Ja, also wenn man hier seinen ganzen Tag verbringt, dann muss es auch bequem sein. Oh, das ist so dein Bett, wo du zur Ruhe kommst. Ja, schon. Musst du dich wirklich oft entspannen, wo du merkst, boah, das Leben ist auch ganz schön schnell und stressig. Also ich liebe es schon, mich zu entspannen. Also ich brauche das auch irgendwie so. Mein Abend ist mir auch irgendwie so ein bisschen heilig. Ich sag so, okay, ab 8 gehe ich ins Bett, deswegen bin ich auch nie dabei, wenn Leute weggehen oder so zur Ruhe kommen und dann wirklich, dass ich meinen Schlaf halt auch einfach habe. Ne? Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, wo besteht die Gefahr, so einen Lebensstil zu führen, wie du es hast? Wo besteht die Gefahr? Voll eine coole Frage irgendwie, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, dass man sich vielleicht so ein bisschen auf dem ausruht, was man hat und dann nichts mehr macht. Da könnte eine Gefahr bestehen, aber ja, ich hoffe nicht, dass ich da hinkomme. Also ich arbeite ja schon super gern. Ja. Und würdest du sagen, besteht auch so die Gefahr darin, dass du als Mensch zu sehr gefeiert wirst, so die Jasmin im Vordergrund und nicht die Botschaft? Der Gedanke kam wirklich mal auf, als ich mein erstes Autogramm geben musste. Da war ich schon so ein bisschen, okay, warte, jetzt irgendwie ist es schon komisch gerade. Und ja, also ich glaube, das kann schnell passieren. Ich glaube auch, dass es ganz schnell passiert heute in dieser christlichen Influencer-Szene, dass schnell so ein Hype um den Menschen gemacht wird und nicht mal um die Botschaft an sich. Und schafft man das immer so, dass man doch nicht dann in diese Richtung tendiert, ach, das ist ja auch schön, Anerkennung, Applaus, gesehen zu werden. Ja, wobei es auch immer, es ist auch relativ viel von der anderen Seite. Es ist ja nicht nur Applaus, sondern in der christlichen Welt ist es schon oft so, dass du sehr viel Gegenwind kriegst. Also auch aus christlichen Kreisen, so richtig viel. Wo ich weiß, ich stelle mich jetzt wieder in ein Licht, wo ich eigentlich eher für gehatet werden werde wahrscheinlich auch. Und hast du so Beispiele, so Kommentare, ja, was die Leute so schreiben? Na du, da kann ich einiges zeigen. Da zum Beispiel Abtreibung ist immer richtig krass diskutiert. Sobald du sagst, Abtreibung ist Mord, das ist zum Beispiel so ein Thema, da drehen Leute durch und sagen, das kannst du so nicht sagen im Internet, das musst du vertriggern und keine Ahnung was. Und egal, was du nimmst, hör auf damit. Genau, was du, für was du einstehst, ist historisch gesehen ein Rückschritt zu dem, was die Evangelikalen in den Anfängen eigentlich vertreten wollten. Nur mal so, dann, dass ich predige, ist heuchlerisch. Und muss man auch dazu sagen, ich habe eine Community, die wirklich voll hinter mir steht. Ich meine, es sind über 30.000 Menschen, die Beiträge sehen, aber bis zu 3 Millionen Menschen. So, und deswegen ist mir wichtig, was sagt Gott? Und wenn Gott Dinge klar sagt, dann vertrete ich die, egal wer was von welcher Seite sagt. Und wenn du so dein Leben früher vergleichen würdest und heute...
Wo kommst du her und wo bist du jetzt? Ich komme so aus so vielen Dingen her, so, weißt du? Also aus Zerbrochenheit, würde ich schon fast sagen, in die Freiheit. Frei von irgendwelchen Gebundenheiten, frei von irgendwelchen Gedankenmustern, ja, Herzenseinstellungen doch. Gibt es Sätze in deinem Leben, negative Sätze auch, die dich vielleicht begleitet haben? Ja, schon. Also einer war, glaube ich, du passt hier nicht rein. Wir wollen dich nicht, du bist nicht erwünscht und irgendwie passt du hier nicht hin. So, du passt nicht zu uns. Und diesen Satz habe ich mein Leben lang gehört, in der Grundschule, meiner Sitznachbarin in der Schule, in der weiterführenden Schule, die Jobs, die ich angefangen habe. Und was hat Gott mit diesem Satz gemacht? Der hat den so gedreht. Ja, Gott ist lustig. Also ich saß irgendwann bei meinen, also ich habe einen Job angefangen, ich kam mit leeren Händen, ich habe gesagt, eigentlich habe ich nichts zu bringen. Und er guckte mich an und sagte, irgendwie passt du hier rein und wir wollen dich. Und es war so krass, weil das das erste Mal, also es war wie Gottes Stimme in meinem Leben, dass Gott mir zeigt, ey, ich möchte dich hier jetzt haben. Ne? Und ich glaube, er war sich gar nicht bewusst, was er mit diesem Satz in mir auslöst, aber für mich war das, ich hatte Tränen in den Augen, das war für mich, boah. Würdest du sagen, du lebst deinen Traum oder deine Berufung? Wie würdest du das beschreiben? Was lebst du? Ja, also es ist voll schwierig, das so zu sagen, weil eigentlich wäre mein Traum immer ein anderer gewesen. Also hätte ich mir den selber malen können, den Traum, dann würde ich Musik machen, glaube ich. Also Musik war schon immer so mein Ding. Ich habe das Gebet von Jesaja gebetet, so hey, hier bin ich, sende mich. Und er hat das gemacht, was er machen wollte. So. Ich liebe mein Leben, kann ich schon sagen. Und du liebst die Bibel, hä? Ja. Und du bist auch eine ganz tolle Klavierspielerin. Geht? Magst du mir was vorspielen? ja, klar. Vielen Dank, Jasmin, das war richtig, richtig schön. Du spielst ganz toll Klavier. Danke dir. Und ich wünsche dir wirklich für deinen weiteren Weg Gottes Segen und lass dich immer von der Liebe Gottes leiten und nicht von den Menschen. Ja, danke dir. Schön, dass ihr da wart.